dann halt ja Leute, Ja, dann halt ja verloren. Leiter, dann halt sie verloren. Kommt halt Zweck. Kommt halt Zweck. Bei Final Fantasy 7. Bei Final Fantasy 7. Remake. Remake. Ah, wir machen da nur Ah, weiter. machen da so weiter. Ist auch die Top-Gabel. Ist auch die Top-Gabel. Warte. Ah, zwei Ah, Missionen. die zwei Nebenmissionen Missionen nachahmen. Nebenmissionen nachahmen. Ah, du gehst da nur am Zweck. Ah, du gehst da noch im Zweck. Du guckst Harry, wie. sind nur ausgesät. Harry, sind nur ausgesät. Hey, hey, Champion! Madame M lässt dir ausrichten, dass Aris noch eine ganze Weile brauchen wird, um sich umzuziehen. Dürfte ich dich in der Zwischenzeit vielleicht um einen klitzekleinen Gefallen bitten? Ja, Ob da du es kommt glaubst eben. Oder nicht, ja, da das kommt eben. Kolosseum läuft fast über vor Leuten, die dich nochmal kämpfen sehen wollen. Was sagst du, Champ? Wir können deine Fans doch nicht enttäuschen, oder? Also, ich erwarte dich im Kolosseum. Daneben. Daneben. Da noch ein Kolosseum am Da noch Zweck. ein Kolosseum am Zweck. Frische Honig, Knödel, Leute! Mit dieser explosiven Überraschung im Haus wird sich jeder Dieb zweimal überlegen, ob er bei euch einbricht. Beeilung, nur noch wenige Stücke verfügbar. Oh, guck mal, Da noch ein paar Beach, oder? Da noch ein paar Beach, oder? Das war eine Besse. Hochgesetzt. Ebene frei. Ebene frei. Da wird man bestimmt auf. Da wird man bestimmt auf der Beetschen. Da ist er ja, unser Champion. Ist proppenvoll da drin. Heiz ihn richtig ein. Wir zählen auf dich. Werte Zuschauer, und nun der Kampf, auf den Sie alle gewartet haben. Champ Cloud gegen Sams Kampfroboter. Neuer Kampf, neues Glück. Ist die Klinge unseres Champions immer noch so scharf wie früher? Und los! Volle Konzentration. Ausgezeichnet.
Ich bin bereit. Na gut. Da! Sieh dich schwach! Ja. Keine Chance. Ich bin bereit, es ist aus. Ist das beenden? Nicht fähig. Da ist er ja und ist proppenvoll da drin. Heiz ihn richtig ein. Wir zählen auf dich. Werte Zuschauer, und nun der Kampf, auf den Sie alle Das wird doch nichts. Mein Einsatz. Los geht's. Neuer Versuch. Sehr gut. Los geht's. Na gut. Alles für den Tod. Mein Einsatz. Neuer Versuch. Volle Konzentration. Ausgezeichnet. Na gut. Los geht's. Das wird gut. Komm nicht wieder vor. Volle Kraft. Keine Chance. Na gut. Ich bin bereit. Keine Chance. Jetzt oder nie. Neuer Versuch.
ist unser Champion Cloud. Sams Kampfroboter zerschlagen, zerstört und reif für den Schrott. Verdient. Madame M? Wo ist Aris? Sie macht sich immer noch die Haare. Da dachte ich mir, dass ich noch Zeit für ein kleines Kämpfchen habe. Ich liebe es, zuzusehen, wie Sams Spielzeuge kaputt gemacht werden. Davon kriege ich einfach nicht genug. Bin nicht überrascht. Deine Hände sind so stark geworden. Mit so starken Händen kannst du der ein oder anderen holden Dame sicher ein guter Beschützer sein. Das war ich doch immer schon. Aris dürfte langsam auch so weit sein. Ich werde mich schon mal zurückziehen und im Geschäft warten. Komm, wenn du fertig bist. Was? Hörst du schon lang fertig? Hörst du schon lang fertig? Weg. Frische Honig, Knödelleute. Die zerfließen. Wie ist das mit Diffi eigentlich? Wollten wir uns hier treffen? Hä? Also, Tifa ist, also, alleine schaffe ich das nicht. Beruhig dich. Was ist denn los? Corneo soll sich schon bald die nächste Gespielin aussuchen. Und Tifa ist noch in seinen Fängen. Aber ich kann nichts für sie tun. Okay. Ich komm mit. Hey, Cloud, darf ich dich Bruder nennen? Nein. 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 Also, ich dachte, dass du dich um Tifa kümmerst, Bruder. Sag mal, Bruder, wie bist du eigentlich so stark geworden? Ich sagte doch. Wie du kämpfst, ist echt krass, Bruder. So, zack, zack, pickli-pack. Ich wäre auch gern so cool wie du, Bruder. Aber wenn's drauf ankommt, gewinnt immer der Romantiker in mir Oberhand. Sag mal, Bruder, hast du vielleicht einen Tipp für so eine zart beseitete Seele wie mich? Nein. Mensch, Bruder. Okay, ich zieh dann mal ab. Naja, du weißt schon, ich will dich schließlich nicht aufhalten. Geh zurück zu Madame M. Sag Aris, dass ich was erledigen muss. Sie soll auf mich warten, wenn sie fertig ist. Geht klar! Geh mal. Du schon wieder? Ich habe ein Empfehlungsschreiben. Ja und? Das ist nur für Frauen. Die Empfehlung ist für Aris. Ah, die Frau, mit der du unterwegs warst. Mein herzliches Beileid. Wie auch immer, als Mann hast du ja keinen Zutritt. Ich frage dich nicht um Erlaubnis. Hä? Ich warne dich. Don Corneo ist ein furchterregender Mann. Wenn du hier einen Aufstand machst, wird irgendjemand dafür büßen müssen. Wer das sein wird? Vielleicht jemand, dem du helfen möchtest. Vielleicht aber auch jemand, der gar nichts damit zu tun hat. Verstehst du? So läuft das auf dem Wallmarkt. Euch bleibt noch ein bisschen Zeit, bis die Brautschau anfängt.
Wenn du wirklich ein Empfehlungsschreiben hast, dann bring diese Frau hierher. Ich persönlich kann dir aber nur davon abraten. Hör auf meinen Rat und geh. Ach komm, Jürgen. Hör auf meinen Rat und geh. Hör auf meinen Rat und geh. Ja. Hallo, Nerv. Hallo, Nerv. Wie ausgewechselt. Angeblich steht Corneo auf so einer Aufmachung. Fühl mich wie ein Staubwedel, so pauschig. Ach, wirklich? Hey, Cloud! Entschuldige. Übrigens, Eris, hat er dich meine Nachricht nicht erreicht? Doch, hatte sie. Aber ich konnte nicht warten, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Ich hoffe, dir ist klar, dass du dich hier auf eine gefährliche Sache einlässt. Wer weiß, was dich auf der Brautschau erwartet. Ich kann dich nicht alleine gehen lassen. Alleine? Von alleine war nie die Rede. Hier, komm mit. Wo willst du hin? Madame M. hat mir da so etwas erzählt. Es soll jemanden geben, der dich ganz interessant findet. Oh Gott. Oh Gott. Hey, Kleine. Das ist ja ein heißes Outfit. Heute schon so. Oh, das ist ja mal ein hübsches Mädchen. Wie bitte? Was hast du gesagt? Kein Grund zur Eifersucht. Hey, Süße! Wie sieht's aus? Kann man sich mal kennenlernen? Nö. Ich hab schon wieder den ganzen Lohn. Die Kleine wird das Kleid nicht richtig aus. Das macht Zeit, wie um die kostbarsten Blumen zu schützen. Hier sind wir doch. Ganz genau, am Honigtöpfchen. Um dir ein Empfehlungsschreiben von Anjan zu holen. Wäre das nicht toll? Dann könntest du mich zu Don Corneos Brautschau begleiten. Und Cloud, Frauenkleider würden dir sicher auch super stehen. Madame M. meinte zu mir, es sei total selten, dass Anjan sein Auge auf jemanden wirft. Das heißt, deine Chancen stehen bestens. Moment. Willst du denn nicht auch tiefer befreien? Aber... Keine Widerrede. Dein Einsatz ist schon entschieden, okay? Wir müssen nur noch Einzelheiten besprechen. Anjan soll ein sehr redlicher Mensch sein. Sogar die Madame schätzt ihn. Ich würde sagen, wir versuchen es ehrlich und direkt.
keine Sorge, wird schon schief gehen. Oh Gott. Oh Gott. Ah, Karl und Osch. Ah, Karl und Osch. Herzlich willkommen. Ich habe die Ehre, Sie im Honigtöpfchen begrüßen zu dürfen, wo Ihre süßesten Träume wahr werden. Ich möchte mit Anjan reden. Sie müssen Cloud sein. Anjan erwartet Sie bereits. Woher weißt du? Mir wurde aufgetragen, Sie zu ihm durchzulassen. Anjan wird Sie an der Bühne im Hauptsaal erwarten. An der Bühne? Genau, mein Herr. Gehen Sie einfach geradeaus durch die Tür dorthin. Schon erwartet. Sie müssen der Kunde sein, der nach Anjan verlangt hat. Yep. Sie sind zum ersten Mal hier, nicht wahr? Sollen wir schon mit der Tanzübung anfangen? Tanzen? Warum? Anjan hat eine Tanzübung verordnet. Hier drüben. Komm schon. Moment. Oh, da komme ich. Oh, da komme ich. Was war das denn? Oh. Perfekt. Oh je, oh je. Oh, komm. Oh, komm. Genau so. Ja, so. Na ja, aller Anfang ist schwer. Das scheint ihm ja richtig zu gefallen. Wahnsinn! Sehr schön. Perfekt. Was war das denn? Ja, so. Sehr schön. Super. Ja, komm. Großartig. Aber das kann doch nicht Ihr erstes Mal gewesen sein, oder? Ja. 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 Einmal. Komm, wir sagen ja dann noch. Komm, wir sagen ja dann noch. Das scheint dir richtig zu gefallen. Oh, komm, nein, Kea. Nein, Kea. Ja, so. Sehr schön. Sehr schön. Super. Ja, so. Hallo. Hallo. Na ja. Oh, komm. Oh, komm. Cloud, schön dich zu sehen.
Du steckst voller Überraschungen. Hey, wir möchten Sie bitten, hier etwas zu warten, bis Anjan kommt. Sie sind aber durchtrainiert. Entspannen Sie sich einfach. Willkommen im Honigtöpfchen, Cloud. Du willst eine Empfehlung von mir. Sollst du haben? Ach, sie ist gut. Also, zeig mir mit einem Tanz, dass du eine würdige Braut abgeben wirst. Ich kann nicht. Mal sehen, ob du mithalten kannst. Oh Gott. Fertig. Du hast es versucht. Rotenspinnen. Ach, wir fahren mit Anker.
10 hat verfeckt. 10 hat verfeckt. Sehr schön, wie ergreifend. Also gut, ich werde mein Bestes geben, um aus dir die heißeste Braut hier zu machen. Ja, dann lasst uns die Show beginnen. Oh Gott. Oh Gott. Schönheit kommt bekanntlich von innen. Hörst du, Cloud? Es ist egal, ob du Mann oder Frau bist. Leg all deine Ängste ab. Die Show heute war ja mal echt der Hammer. Diese Drehungen, so anmutig und grazil. Du bist ja total aus dem Häuschen. Wird ich das bei der Show? Quatschen wir noch ein bisschen. Cloud, war das improvisiert? Das war wirklich beeindruckend. Der Junge schien extrem überrascht. Sehr sick, ohne dich, Depp. Du bist doch Cloud, oder? Ja, lass mich. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Und weißt du, hinter den Ansprüchen. Also, ich gebe seine Leber Stier. Wow, was für eine hübsche Frau. Haben wir noch weiter? Selbe Schalldurant. Ah, so ein Stahlo. Ciao, bis aus ein Kerl. Ciao, bis aus ein Kerl.